Hallo Leute und willkommen hier bei MiApaCat. Ja, was haben wir denn da? Auf jeden Fall ein paar Legos und ihr könnt es schon direkt sehen, wir bauen hier den Wall-E, also den kleinen süßen Roboter aus dem Animationsfilm. Und ja, natürlich, das hier ist, sagen wir mal, es war ursprünglich ein Lego Ideas Set aus dem Jahr 2000 und 2015, glaube ich, war es, mit insgesamt 600 und das sind die restlichen. Na, kommt raus. Die kleben da fest. 677 Teilen. Tja, und hier habe ich jetzt natürlich nicht das Original Lego Set, sondern einen China-Nachbau. Und zwar von das hier. Hier kann man es noch überklebt sehen und erkennen, das hier war noch von Lepin, als es Good Old Lepin noch gab. Ich habe das schon eine Weile hier rumliegen und dachte, jetzt bauen wir das Ding mal auf. Ihr könnt natürlich immer noch das Original Lego Set kaufen. Kostet roundabout so ab 100 Euro kann man das finden. Tja, oder man kauft eben hier einen Nachbau aus China. Ich werde euch das Ganze verlinken. Das Gute ist, dieses Set hier kostet im Nachbau etwa 16, 17, 18, 19 Euro. Und man kann es auch direkt aus Spanien beziehen. Das heißt, keine Zollprobleme. Wenn ihr wollt, checkt einfach mal den Link in der Videobeschreibung aus. Ich werde euch das dort entsprechend verlinken. Aber jetzt schauen wir erstmal. Ich habe schon gesehen, wir haben hier einen Teiletrenner drin und die Tüten scheinen alle unnummeriert zu sein, was aber gar kein Problemchen ist, denn ja, das hier sind ja nicht allzu viele Teile. 677, so sieht er nachher aus, der kleine Wall-E. Süß. Ein schöner Film übrigens, habt ihn lange nicht gesehen. Schauen wir kurz mal in die Anleitung rein. Jo, standardmäßig ist eben die Kopie von der Lego-Anleitung, nur alles ein bisschen kompakter und mehr Bauschritte pro Seite, als das bei dem Original dann ist, um eben Papier zu sparen. Kennen wir ja von unseren chinesischen Freunden. Insgesamt haben wir, schauen wir kurz nach, wie viele Seiten wir hier haben. Bis Seite 46 wird gebaut und insgesamt 47 Seiten. So, ich bin sehr gespannt. Hoffe, der sieht nachher genauso süß und schick aus wie hier. Und dann legen wir einfach mal los. Erstmal muss hier alles auseinandersortiert und auf die Tellerchen verteilt werden. Oh, aber bevor ich das mache, schaut euch mal die Tüte an. Das sind die Kettenglieder. Das sind große. Sehr schön. Denn hier muss man ja eine Kette knüpfen. Den gibt es übrigens, ach Gott, habe ich auch vergessen zu sagen, den gibt es auch motorisiert. Den kann man direkt mit Motor und Fernsteuerung kaufen. Eine sehr coole Sache. Habe ich auch schon mal gemacht, aber der ist leider nicht angekommen. Aber der hier, der ist angekommen und jetzt lege ich los. Ja, so sieht das aus, wenn man die Tütchen ausgepackt hat. Und hier natürlich ein bisschen ordentlicher. Alles auf meine Tellerchen verteilt. Da kann man die ganzen Teile nochmal sehen. Nur recht bunte Geschichte. Rot, blau, gelb, grau, schwarz, braun, grün. Von allem etwas dabei. Und ich habe mich jetzt hier schon mal vorgebaut bis auf die Seite 7. Ja, und soweit bin ich gekommen. Ein kleines Wort zur Steinequalität. Gewohnt gut. Also da kann ich nicht meckern. Lässt sich alles wunderbar bauen. Sieht auch ordentlich aus. Keine Grate, keine defekten Steine bisher. Von daher alles gut und das hier ist wohl ein Teil vom Torso oder vom, was heißt Torso, hier vom Körper halt. Und da sieht man ja auch schon, dass hier eine Klappe aufgeht und das ist dann der Teil hier. Das hier wird dann die Vorderseite, wo man dann eben hier die Klappe dann später schließen kann. Da kann man das schon ganz gut erahnen. Hier Noppen nach vorne, um da alles schön nachher aufzubringen. Dann haben wir hier den Bauch, wo nachher noch was reingestellt werden kann von unserem Wall-E. Ja, ansonsten ist noch nicht allzu viel zu erkennen. Aber ich habe hier vorhin noch eine Sache gesehen, die will ich euch kurz zeigen. Das fand ich nämlich sehr, sehr gut. Jetzt muss ich aber hier kurz suchen. Na, wo war es denn? Da war es. Schaut her, wir haben übrigens ja gar keine Aufkleber, aber bedruckte Fliesen. Hier habe ich schon mal das Wall und irgendwo wird dann wohl noch eine kleine Fliese sein, wo das I, also das E drauf ist für unseren Wall-E. Also das nur soweit vorab. Das Bauen macht Spaß, sehr entspannte Geschichte. Ich bin schon bei Baustep 24 und mache dann hier mal entspannt weiter, bis man irgendwas Besonderes mal erkennen kann, was das hier werden soll. Was hier die Dinger werden zum Beispiel. Keine Ahnung. Auspuffrohre? Nee, glaub nicht. Also, ich baue mal weiter.
Wir sind auf Seite 14 und es wird etwas technisch. Ja, schaut mal her, wie er nun aussieht, hier der kleine Wally-Körper. Innen drin, ja, hat sich nicht allzu viel getan. So von der Seite her ist er schon ein bisschen mehr verkleidet. So sieht er von hinten aus. So nochmal hier von der Seite, aber die interessanten Parts, ja, die sind hier oben. Wir haben dort eine Achse, wo man hier dieses Teil hin und her bewegen kann. Hier mit einem Kugelgelenk und mit diesem Gummiteil mit Achsaufnahme. Da kann man sehen, mit Achsaufnahme drin. Und das Ganze dann hier auf beiden Seiten. Und auch hier das Teilchen, das kann man so ein bisschen bewegen. Da ist hier so ein Gelenk dran, dass man das stufenweise einstellen kann. Ich vermute mal, ja, hier kommt später der Kopf drauf, dass man den dann etwas, ja, justieren und eben in der Neigung ändern kann. Vermute ich einfach mal, so 100% sicher bin ich mir noch nicht, aber ich wollte es euch kurz zeigen, bevor jetzt der Bereich hier überbaut wird. Hier kann man sehen, da kommen Platten drüber und dann ja, sieht man dann nicht mehr viel von. Ne, Moment, da sind wir ja dran. Aber auch der wird überbaut und dann sieht man nicht mehr viel von. Also, ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht und ja, wann wir hier richtig was erkennen können. Aber soweit lässt sich schön bauen. Ich bin sehr entspannt und weiter geht's. Ja, jetzt geht's hier voran auf Seite 27. Ihr seht schon, ich kann euch ein bisschen was zeigen. Wir fangen mal ganz das hier mal beiseite. Nochmal hier mit unserem Körper an, von unserem Wally. Wir sehen, wir haben oben jetzt alles schön verkleidet hier mit Fliesen. Da kommt nachher der Kopf dann drauf. Hier kommen dann die Arme dran. So sieht er von der Rückseite aus. Hier ist so ein Teil einfach hier oben so rangeklippt. Da kann man sehen, dass man es ein bisschen verstellen kann. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das dann auch hier in die Schräge später so rein, weiß ich noch nicht genau. Aber ganz besonders hervorzuheben ist natürlich hier die Klappe mit unserem eben schon gezeigten Wall-E-Schriftzug und alles gedruckt. Keine Aufkleber, so soll das sein. Und dann können wir natürlich auch das Ganze hier jetzt aufklappen und dann geht es in den Bauch hinein. So sieht es von innen aus. Wunderbar, klarer Mechanismus, funktioniert. Und hier haben wir noch eine aufgedruckte Fliese und zwar hier dieses Solar Charge Level, also dort kann man sehen, wie vollgeladen der kleine Wally ist. Auch das natürlich wieder ein Druck. Schön gedruckt, sauber gedruckt, da kann man nicht meckern. Hier noch so ein kleines Kontrollpanel daneben. Oh, schön, also so sieht er nur aus. Hier unten haben wir dann schon die Aufnahmen, wo die Ketten dran kommen. Oder ich sag mal das ganze Fahrwerk, was hier steht, einmal rechts, einmal links. Das haben wir vorbereitet und dann geht es hier ja, an die Ketten ran. Das hier sind die Glieder, die dann zusammengeklippt werden. Ja, pro Seite 20 Glieder werden dann hier zu einer Kette zusammengeklippt. Und es sind, ja, man sieht schon, das sind so große Kettenglieder, lassen sich sehr gut zusammen verarbeiten. Und dann werden die über das Fahrwerk hier drüber gezogen. Das sieht so aus, ein paar Technikelemente. Und da wird das Ganze zusammengesteckt. Es ist noch einigermaßen, wollte ich gerade sagen, einigermaßen freiläufig. Aber hier hakt es schon so ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass der nachher wirklich gut fahren wird, hier unser Wally. Aber zusammengebaut sieht die Geschichte dann so aus. Und ich kann mal schauen, ob ich das einhändig hinkriege. Hier kann man sehen, mit ein bisschen Mühe kann ich das Ganze dann drehen. Mit zwei Händen geht es besser, aber ihr bekommt einen leichten Eindruck davon. Das Drüberziehen der Ketten, ja, geht. Ist also nicht allzu schwierig, funktioniert ganz gut. So sieht es von der Rückseite aus. Das ist die Außenseite und dann wird das Ganze dann ja, hier dran montiert und zwar hier unten an den beiden Technikpinnen. Die kommen da hinten rein und dann wird es hier dran geklebt. So, eigentlich sehr simpel. Jetzt mache ich hier noch das zweite Kettenfahrwerk fertig. Das kommt dann hier auf die andere Seite von unserem Wally und er wird schon hier ein bulliger, breiter Kerl mit den beiden Ketten. Ja, also es geht voran, es geht voran. Macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Dann kommen die Ketten jetzt dran und dann geht es dann langsam hoch Richtung Kopf. Sehr schön, schon Bauschritt 100. Huiuiui. Aber ich habe noch genug Teile übrig. Ihr seht, da liegt noch alles rum, ganze Menge. Und ich glaube, das hier braucht man nicht, oder? Da war bestimmt nur das Ding dran befestigt. Und das da hinten, das ist Ausschuss. Habe mich eben schon gewundert. Also ein paar Teilchen haben wir noch und ein Kettenglied haben wir sogar als Reserve bekommen. Wahnsinn. Sehr schön. Also Wally, weiter geht's.
Schau mir in die Augen, Kleines. Ja, könnte er jetzt sagen, aber ein Auge habe ich noch hier von ihm und eins ist hier schon am Kopf dran. Ich habe es noch nicht ganz zusammengebaut, denn so kann man schöner sehen, wie hier der Kopf gebaut wird von unserem Wall-E. Und das ist durchaus interessant, wie hier die beiden Elemente, also das Element und das Element, wie die hier zusammengesetzt werden. Da haben wir diverse Baurichtungsumkehren und sehr interessante ja, Techniken, die hier angewendet werden, um diese Form dann hinzubekommen. Hier an den gelben Gelenken wird es dann an den Kopf angeklippt. Das kommt dann hier an die Haken dran. Und ja, hier hinten das Kabel oder der Schlauch, der wird dann wahrscheinlich irgendwo noch befestigt werden. Obendrauf haben wir alles verfliest mit großen Fliesen, kleinen Fliesen, langen Fliesen, schmalen Fliesen. Und drunter sieht es dann eben so aus. Und das Ganze ist natürlich durch diese Art der Befestigung auch hier ein bisschen verstellbar, damit man ihm hier so die Mimik dann ein bisschen einstellen kann noch. Tja, also das Auge, das muss noch hier rein. Also da wird es einfach nur eingesteckt. Ich gucke mal, ob ich das hier live, also nicht live, aber hier so hinbekomme, einhändig. Klack, da ist das Auge dran. Und dann wird er eben nur noch hier angesteckt. So, da haben wir den typischen Wall-E-Blick. Wir können ihn hier ein bisschen verstellen. Ich finde, der ist schön gelöst. Also der gefällt mir gut. Ich kann ihn jetzt hier ein bisschen traurig gucken lassen. Oder ein bisschen, ja, nicht so traurig, ist doch schöner. Also gefällt mir echt gut, wie hier der Kopf gelöst wurde. Und vor allem, ja, er hält auch. Also man kann sehen, man kann das nachher natürlich hier ein bisschen verstellen. Wir können ihn hier runter gucken lassen. Wir können ihn dann hier so nach oben gucken lassen. Also diverse Möglichkeiten, wie man das hier mit den mehreren Gelenken am Hals einstellen kann, finde ich gut. Wirkt dann auch so, dass es ja, stabil genug ist, dass der Kopf nicht da großartig rumwackelt. Sehr schön. Also ich muss sagen, er macht mir echt Spaß. Hier seht ihr nochmal die beiden Ketten, die jetzt hier dran sind. Er hat schon eine ordentliche Breite, unser kleiner Wally. Nochmal hier die Seitenansicht. Schön. Süßer, kleiner Kerl, aber ganz fertig ist er ja noch nicht, denn wir müssen ja hier zumindest mal noch die Arme anbauen und mal gucken, was wir hier noch so reinpacken. Aber allzu fern ist das Ende nicht mehr. Ich bin hier auf Seite, lasst mich schauen, Seite 40 und wir hatten ja nur insgesamt, wie viel waren es? Hier 47 Seiten. Die Teile haben sich auch ordentlich gelichtet, also da ist nur noch vereinzelt Material drin. Ich würde sagen, wir schreiten voran zum Endspurt. Kein Grund hier traurig zu gucken, Wally. Ach Gott, hier hängt er. Der Stallone-Augenhänger. Naja, ich mach mal weiter. Ja, und da ist er fertig, unser kleiner Wally. Und ich habe hier nun mal zum ja, Größenvergleich mal noch so einen kleinen Roboterkumpel von ihm dazugenommen, den BB-8 von Lego und Original-Lego der hier übrigens. Und ja, man sieht schon, die passen gut nebeneinander, die beiden kleinen Kollegen. Also von der Größe relativ identisch. Aber ja, nochmal hier zu unserem kleinen Wally. Im letzten Bauabschnitt haben wir ja hier die Arme gebaut. Was ich hier ganz cool finde, hat man am Anfang ja schon gesehen bei dem Mechanismus, dass man die Arme hier so nach vorne und hinten schieben kann. Und dieses Gummiteil, was da hinten noch eingebaut wurde, das dient dazu, dass hier einfach ein bisschen mehr Widerstand ist, damit die Arme nicht ja, willkürlich hier hin und her wackeln können, sondern die stellt man ein und dann bleiben sie dann auch in der entsprechenden Position stehen. Man kann hier mit dem Kugelgelenk dann auch natürlich alle möglichen Positionen einnehmen und seine Hände, das sind hier diese, ja, was sind das normalerweise, Fahnen oder sowas, so Flaggen, die dann da drauf kommen, die kann man hier auch noch mal ein bisschen dann einstellen dadurch und hier der Daumen, da kann er sogar irgendwie was greifen. Und ja, er greift auch was, nämlich die kleine süße Pflanze. Ich mache ihm mal hier die Pfoten auf, damit man das etwas besser sehen kann. Da ist die Pflanze, die gebaut wurde, und die ist hier einfach nur mit einer Noppe hier hinten reingesteckt worden. Hier kann man es schön sehen. Da steckt die also mit einer Noppe drauf. Dann ist das auch ein sicherer Griff und man macht ihm dann hier die Hände zu. So, und dann sieht das doch wunderbar aus, dass er hier die kleine Blume hält. Und man sieht auch schon hier, wir können auch das Handgelenk rotieren. Also wunderbar. Der Kopf ist schön einstellbar und ja, man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also der kann abgehen, der ist ja hier nur eingeklippt, aber insgesamt ist der sehr, sehr schön einstellbar. Und so kann man auch verschiedene Emotionslagen dann ausdrücken, indem man ihn dann ja sehr traurig eben hier gucken lässt.
oder eben ein bisschen aufgeweckter und freundlicher. Es hält auch alles ganz gut. Also man sieht, da ist hier so ein bisschen wobbly, wenn man das hier so bewegt. Der wackelt da ein bisschen rum, aber man kann es einstellen alles und es klappt. Hier das Kugelgelenk, es reicht völlig aus, um hier den Kopf zu drehen. Also ich habe da bei früheren Modellen, wo die Steinequalität noch nicht so gut war, auch schon gesehen, dass das alles hier nicht richtig hält. Aber ihr seht, ich kann hier alle möglichen Positionen einnehmen und der kleine Kollege hält und bleibt in der Position stehen. Was er nicht macht, stehen tut er aber, ja, fahren tut er nicht hier mit seinen Ketten. Die sind einfach viel zu stramm. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen nachhelfe, dann dreht sich da zwar was, aber so fährt er nicht mit seinen Ketten. Aber er ist ein echt schönes Modell. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze hier zu bauen. Und das Endergebnis kann sich absolut sehen lassen. Man kann natürlich hier vorne noch seine Klappe aufmachen. Da ist aber nichts drin. Hier hat er ja ursprünglich dann seinen ganzen Schrott gesammelt, hat ihn gepresst und dann hier zu kleinen Schrottwürfeln wieder rausgeschmissen. Das ist ja seine Aufgabe gewesen. Und seine Aufgabe bei mir wird jetzt sein, sich hier zu BB-8 und den anderen Droiden zu gesellen und sich da eine schöne Zeit in meinem Regal zu machen. Also, ein sehr schönes Set. Ich kann es euch empfehlen, Freunde, für um die 17, 18, 19, 20 Euro. Der Link ist hier unten in der Videobeschreibung. Baut es gerne mal nach, wenn ihr möchtet. Der kleine Wally ist es wert. So, wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Meeplecat. Macht's gut!